meine größte Sorge ist, ja, dass der Rechtspopulismus so salonfähig wird, dass die Menschen schon gar nicht mehr unterscheiden, was dürfen die sagen und was wollen die sagen, womit, wen wollen die damit am meisten treffen. Und ich würde auch sagen, ich befürchte, dass dieser Hass auf Menschen anderer Herkunft gar nicht mehr, nicht mehr enden will. Ja. Die Wahlbereitschaft hängt ja auch davon ab, ne? Dass die Menschen die Politik verdrossen sind und eben dann nicht wählen. Und ich kann nur empfehlen, dass die Menschen den Wahlzettel nutzen, also mit sich ins Innere gehen und die Politiker wählen, von denen sie glauben, dass sie die Menschen ernst nehmen, ihre Sorgen ernst nehmen und dass sie den Begriff Demokratie auch wirklich als solches so umsetzen. Ich würde mehr auf die Bürger hören, auf das Volk hören, bevor ich irgendwie was von oben sage, meine sagen zu können oder dem Volk sagen zu sollen. Ich bin der Meinung, dass sowohl die Bundeskanzlerin als auch die Politiker überhaupt, die haben sich zu sehr von den Menschen entfernt, die das dann in die Hand nehmen wollen, was man heute schon als Rechtspopulismus versteht. Sie wollen einfach, die Menschen wollen gehört werden. Und ich würde als Bundeskanzlerin ja, mehr auf die Menschen zugehen. Jupp.Berlin, das Jugendportal für Berlin.